Weil wir gerade bei Logitech sind, ich meine, das ist zwar schon älter. Logitech hat ja grandiose Idee gehabt. Sie haben mal so angedacht, wir werden so ein Maus-Abo. Das heißt, dass es eine Forever-Maus gibt. Eine Premium-Maus mit Abo-Modell. Und als Software-Updates zum lebenslangen Begleiter. Ja, da frage ich mich gerade, wir haben das Thema von dieser Logitech-Solartastatur, glaube ich, eh schon 300 Mal wiedergekäut. Ich kann es gern 400 Mal machen, weil es nach wie vor eine sinnlos, eine geile Tastatur war, wo man einfach, ja, wo man halt gedacht hat, okay, man kann noch ein paar Euro rauspressen. Weil sie haben es ja nicht einmal geschafft, da das zu machen, dass du diese Batterie einfach nachkaufen kannst. Und vor allem tauschen. Ja, tauschen Und geht da ja frag, wohl. ja, aber mit Gewaltandrohung, von der, indem du die Tastatur halb Ja, zerstörst. ich hab's geschafft, ohne das Teil zu zerkratzen, aufzumachen. Aber ich habe Ja, ja ein gutes Werkzeug. davon kannst du aber anfangen, dann brauchst du einen Föhn, dann brauchst du ein Skalpell, dass du das aufschneiden kannst, schön langsam. Stimmt, ja. Und es wird da halt alles in die quasi in die Kniekehlen geworfen, damit du es nicht machst. Genau, ja. Anstatt einfach das blöde Modul anzubieten und sagen, ja, kostet 25 Euro, wenn es haben willst. Ja, stimmt, ja. Hätte jeder gekauft, weil er sagt, ja, wurscht. Und die haben halt die Idee gehabt, ich meine, ich spare mir jetzt den ganzen Ding da durchzulesen. Sie sind aber mittlerweile wieder sehr zurückgerudert und haben gesagt, na, das war nie so gemeint. Ja, ich finde es jetzt in dem Fall jetzt ja gar nicht einmal so, die Idee nicht einmal so abwegig. Du hast eine Maus Naja, und aber ich du musst sag jetzt so, bedenken. Maus und Tastatur sind halt deine alltäglichen Ja, na, Eingabegeräte. aber du kaufst jetzt eine Tastatur, die bei Logitech ohnehin schon nicht günstig ist. Ja. Weil Logitech, das sind einfach mitunter die teuersten Mäuse, was du kaufen kannst. Ja, sind aber auch qualitativ. Sie sind qualitativ, nimm mir nichts weg. Ja. Ich meine, sie sind qualitativ hochwertig, du hast sie lang, aber warum soll ich dann noch, wenn ich jetzt, sagen wir mal, wirklich 100 bis 150 Euro für eine Maus bei Logitech ausgib, dann noch einmal 10 Euro im Monat zahlen, Ja, stimmt, dafür, ja. dass sie Software-Updates kriegt, wo ich mir denke, ja, die Software-Updates können sich in die Haare schmieren, was soll ich denn mit den Scheiß? Ich will keine Ich meine, Software für meine Maus haben. ja, ich meine, du hast natürlich Software bei der Maus, das ist eh klar, dass die Tasten halt wechseln kannst oder sowas, aber realistisch, wie oft benutze ich schon die? Ja, einmal zum Einrichten, zum Belegen von den Tasten und zum Abschalten von der RGB-Beleuchtung. Ja, ich hab die MX Master, die hat keine Ja, meine RGB-Beleuchtung, hat also da er. fällt es. Ja. Und wo ich mir jetzt denke, ja, okay, So und für das sinnlos. willst du jetzt auch noch ein Geld haben? Ja, stimmt. Also, das ist vor allem, es fängt ja dann an. Heißt es dann, okay, was ist jetzt, wenn die linke Maustaste nicht mehr geht? Kriege ich dann eine neue oder muss ich trotzdem eine neue Maus Ja, du kaufen? kriegst dann eine neue. Das glaube ich, würde ich bei Logitech erst glauben, wenn ich Ja, sehe. für was habe ich dann ein Abo? Das frage ich mich eben auch. Also es ist eh wurscht, sie gehen eh wieder zurück, weil sie schon draufgekommen sind. Die Leute sind nicht sonderlich glücklich damit. Ja. Weil ich würde noch, man, okay, was ich jetzt verstehe, wenn ich sage, Logitech schenkt mir die Maus und ich zahle 10 Euro im Monat. Dann würde ich sagen, ja, okay, das könnte ein Geschäft werden. Ja, aber andererseits, dann hast du nur noch Abos für Hardware. Nichts gehört wirklich dir. Ja, das ist das Nächste. Ich meine, theoretisch, Logitech kann da theoretisch ja mit einem Software-Update die Maus ruinieren, Ja, wenn klar. sie wollen würden. Also das wäre ja dann da auch mit inbegriffen, weil wir kennen es ja, man kennt es ja von anderen Firmen, die genauso die grandiosen Ideen gehabt haben und zu sagen, ah nein, jetzt dann geht das leider nicht mehr. Ja, stimmt, ja, klar. Gibt genug solche Hardware, die ja vorher von der Software kaputt gemacht werden. Ja, oder nimm mal Adobe her, wie sie gesagt haben, na, das, was du gekauft hast, wird ewig laufen, bevor sie auf die Creative Cloud umgestellt haben. Genau. Und dann auf einmal war es halt, ja, dann hat es halt die Creative Cloud gebraucht. Die jetzt für den
Wo der Online-Speicher, die 100 Gigabyte Online-Speicher, die man bei der Creative Cloud dabei gehabt hat, jetzt auch wieder weggefallen sind. Den kannst du jetzt auch nicht mehr nutzen als Privatanwender. Also auch mit Creative Cloud Abo. Alter. Hast du, haben sie da den Speicher abgedraht oder limitiert? Du hast nichts mehr synchronisieren können, sondern es war nur noch eine Dateiablage oder sowas. Warte mal, Gute Idee. was war du da? Der Stand Cloud Speicher, weil ab 11. Dezember bla 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 haben Benutzer sowie Organisation keine Berechtigung mehr für die Creative Cloud Dateisynchronisation. Ab dem 1. Februar wird die Creative Cloud Dateisynchronisation für persönliche Konten eingestellt, die vor dem 11. Dezember 2023 bestanden haben. Ab dem 1. Oktober 2024 wird die Creative Cloud Dateisynchronisation für Unternehmenskunden eingestellt. Also, Gut. du hast, ja, die haben, ja, das abgedreht. Also ist Naja, vor allem Dateien-synchronisiert. Und vor allem das war eins von die praktisch noch die praktischeren Sachen bei ja, vor Adobe. allem das ist halt super, wenn du die jetzt quasi, man sieht man eh wieder, wie du darauf verlassen kannst, wenn du das jetzt wirklich genutzt hast als Speicher. Weil jetzt kannst du dir überlegen, was mit den Schaß dann tust. Nein, nicht nur als Speicher, aber keine Ahnung, du hast ein Notebook, mit dem arbeitest du unterwegs und du hast Genau. daheim dein Workstation, mit der du Videos und whatever und so weiter machst. Jetzt musst du selber überlegen, wie du deine Daten, deine Stände die ganze Zeit wieder hin und her synchronisierst zwischen beiden Geräten. Ist ja Ja, traumhaft, oder? super. Davor war es im Also. Preis im Begriff. Ja, eben, also, ja, bei der UI ist es sowieso ein Scheißverein, also von dem her. Ja, ich meine, es hat ja Affinity da eine ganz eine gute Aktion dann gelauncht. Du hast ja jetzt, glaube ich, eine gewisse Zeit sogar Affinity gratis testen können, sogar relativ lang. Ja, und Affinity war, also Affinity ist, also die Collection, die drei Tools waren jetzt auch mit, ich glaube, -50% zu haben wieder mal. Also. Genau, weil das glaube ich war aber, wie Adobe da das angekündigt hat, dass alles für die KI, fürs KI-Training benutzt werden kann. Ja. Da glaube ich, hat dann Affinity relativ Nee, schnell Kunden gewonnen. ich glaube, die kriegen jetzt einmal ganz gut Kunden. Ich glaube, das ist vielleicht einmal gar nicht so schlecht. Schauen wir mal, wie es dann mit Affinity weitergeht. Andererseits würde ich mir bei Affinity schon ein paar so KI-Sachen wünschen, weil das, wie heißt es, Generative Filling, was du in Photoshop hast, ist halt schon echt eine geile Funktion. Ist eine coole Funktion, lasse ich Adobe. Ja. Natürlich ist halt die Frage, ja, okay. Bei kleinen Korrekturen ist es einfach eine feine Sache, dass du einfach nur einen Bereich markierst und der wird von der KI befüllt. Natürlich kannst du alles mit Maske und Stempel und Klonen und so weiter selber irgendwie versuchen. Das hat man sie eh ewig lang gemacht, funktioniert ja auch. So mache ich es halt jetzt mit Affinity Photo, aber es ist halt, geht halt schneller mit Adobe. Es geht schneller und besser. Ja, ich meine, ich sage ja nicht, dass Adobe, sie kennen ja, es ist ein gutes Tool. Ja, aber so, Es sagen wir so, aber es ist nichts, wofür Adobe eine Cloud-Nutzung oder so braucht. So, Na. sowas ginge on Device. Und deswegen Ja. hoffe ich, dass bei Affinity eben solche Sachen auserkennen, dass genau solche Korrekturen und ich nutze es bei mir auf dem M1 Pro oder auf dem PC mit der AMD-Grafikkarte. Da kannst du das on Device machen. Das geht. Ja. Ja, Und wenn geht. es 10 Sekunden dauert, bin ich immer noch schneller, wie wenn ich das einzeln Pixel für Ich Pixel meine, mache. da ja Canva Editing Affinity gekauft hat. Oder war Canva? Kann Ja, war ja. Ja. Schätze mal, da wird schon was kommen irgendwann. ja.